Ist das eine gute Handhaltung bei Präsentationen? Nein, warum nicht? Es wirkt irgendwie steif. Und das Zweite ist, man sieht die Daumen nicht. Okay, das würde jetzt auch komisch aussehen, wenn man so die Hände hält. Deswegen gebe ich dir einen guten Tipp. Und zwar habe ich mich im Laufe der ganzen Seminare, die ich gegeben habe, und ich gebe zwischen 2 und 5 Seminartage die Woche, habe ich eine Handhaltung herausgefunden, die für fast alle funktioniert. Es kommt natürlich auf deine Anatomie an und wie du dich damit wohlfühlst, aber die könnte bei dir funktionieren. Wohin mit den Händen, wenn du gerade nicht gestikulierst? So, Schälchen, Fäustchen, Schälchen hier, Fäustchen rein, zusammen, Daumen zeigen, nicht die Daumen verstecken, Daumen locker nach vorne und dann wirkst du souverän und locker und kompetent. Und achte darauf, dass die Flügelchen nicht rangehen, ein bisschen Luft sollte hier drunter sein. Warum, erkläre ich dir in einem anderen Video. Wenn du mehr wissen möchtest, dann besuch mich gerne bei meinen Seminaren oder schau dir mal den Kurs an, den ich hier verlinkt habe. Vielleicht findest du da auch noch ein paar gute Tipps für dich, die genau dich weiterbringen, sodass du, so wie eine Teilnehmerin, die mir auf Social Media geschrieben hat, sagen kannst, als ich deine Tipps angewendet habe, da haben meine Vorgesetzten gesagt, sie wirken auf einmal so selbstbewusst. Wenn dir das gefallen hat, tipp mal 2-mal auf die Stirn.